Europa, das war für mich eine lange Zeit selbstverständlich. Aber in Wirklichkeit hieß das, ich bin im Frieden groß geworden. Ich habe gelernt, dass es keine Grenzen geben muss. Und ich habe auch gelernt, dass man damit Unrechtsgesellschaften überwinden kann. Eine große historische Tat. Hinter mir stehen ungefähr 100 Leute. Sie gehören zu der Bewegung Pulse of Europe, die die Sorge um ein freies Europa auch hier am Gänseliesel demonstrieren lässt. Ein Zeichen für die europäische Idee zu setzen, so lautet die Zielsetzung der Bewegung. Das sind erstmal relativ abstrakte Begriffe. Europäische Idee, freies Europa. Was heißt das eigentlich? Univision, die europäischste Redaktion des Campus, ist am Göttinger Gänseliesel, um sich das mal anzuschauen. Warum bist du hier? Ja, ich denke, Europa ist recht wichtig für uns und wir sind spät dran, würde ich sagen. Weil Brexit ist schon passiert, Frankreich passiert vielleicht auch noch, wenn Le Pen was wird. Und daher muss ich, wenn nicht jetzt, dann nie. Wir fanden es wichtig, hier uns zu zeigen. Weil wir für ein vereinigtes Europa demonstrieren wollen, weil ich ein Fan von offenen Grenzen bin, weil ich den Grundgedanken von Europa gerne mag. Und alle die positiven Dinge, die man damit verbindet, die sollten wir uns erhalten. Es geht um die Freizügigkeiten, es geht um Freiheit, es geht um Recht und Demokratie. Was heißt denn europäische Idee? Das ist erstmal ein sehr, sehr weit gefasster, sehr schwammiger Begriff. Was heißt das für Sie konkret? Wir wohnen auf so einem engen Raum bezogen auf die große Welt. Wir müssen zusammenhalten. Das war für mich eigentlich die Idee, die Grundlage für mich zu sagen, Europa ist wichtig. Ja, für mich heißt das, dass ich mich tatsächlich auch als Europäer fühle. Nicht nur als Deutscher, sondern auch als Europäer. Kannst du mir schwer vorstellen, wieder in solchen kleinen Mosaik von Ländern zu leben. Wenn Sie einem kleinen grünen Marsmännchen Europa erklären müssten, was würden Sie sagen? Europa, das ist die Lehre aus Jahrhunderten, wo Nationalstaaten versucht haben, besser zu sein als der andere Nationalstaat und sich dabei gegenseitig zerstört haben. Ich denke, wir sind Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, denen es aber gelungen ist, sich unter der europäischen Idee zusammenzufinden und sich auch als Europäer zu fühlen. Europa ist der Versuch der Menschen, eine friedliche Welt zu bauen. Europa kann man sich vorstellen wie ein kleines Boot, würde ich sagen, wo einfach ganz viele Leute drin sitzen, die völlig unterschiedlich sind und völlig unterschiedliche Interessen haben. Und diese sind halt gezwungen, da zu bleiben. Und die EU ist dann der Versuch, das harmonisch zu machen. Also sowohl Pepe Grillo als auch Le Pen als auch Wilders haben ja angekündigt, aus der EU auszutreten. Sind Sie dadurch Anti-Europäer? Ist die EU Europa? Ja, ist sie. Auch wenn die EU sicherlich nicht perfekt und auch nicht fertig ist, meiner Meinung nach. Weil sie halt sozusagen das Konzept des 18. Jahrhunderts wieder machen. Ne? Jeder für sich und ja. Was auf jeden Fall fehlt, wären zum Beispiel Gemeinsamkeiten auf sozialem Gebiet. Man müsste vielleicht auch die ganze wirtschaftliche Organisation noch überdenken und verbessern. Da gibt es eine Menge Dinge, die verbessert werden müssen. Aber wir können es nur verbessern, wenn wir es erhalten. Wenn wir es kaputt machen, können wir es nicht verbessern.